Hallo meine lieben Freunde, euer Wizard am Start mit einem etwas kürzeren Jitsu Talk und es geht um das Thema, was sicher viel interessieren wird, wie fühlt sich so eine Psychose überhaupt an? Also ich nehme Teile aus meiner Vergangenheit, das hat sich entwickelt, wie sich das heute anfühlt und wie es sich früher angefühlt hat in meiner Anfangsphase von der Schizophrenie. Also, wie es wirklich angefangen hat, wie ich diese Optics nicht mehr wegbekommen habe, da habe ich noch keine Stimmen gehört. Da, ja, das war ein bisschen beunruhigend, aber ich habe doch, yeah, trippen, immer trippen, gratis Trip, Alter. Uhuhui. Aber das ist scheiße, wenn man wirklich schon Optics sieht, das ist nicht gut. Das ist der Anfang von einer Schizophrenie. Und das fühlt sich auch nicht gut an. Ich habe jedes Mal, ich habe zur Seite gekieft, weil ich dämlich war. Ich war einfach jung und dumm. Dumm. Sau dämlich. Es war zwar eine schöne Zeit mit den Drogen, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe viele Leute kennengelernt und viel Party gemacht, aber im Prinzip sind Drogen scheiße und man braucht es nicht für ein glückliches Leben. Auf jeden Fall habe ich dann am Abend im Bett immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, Filme geschoben. Ich habe so, als würde man sich einen Film anschauen, nur in seinem Kopf. Und ich habe immer wieder den Teufel gesehen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Jede Nacht. Und dann habe ich angefangen zu hören, dass Leute über mich reden. Ich habe es gehört, dass mich schlecht über mich reden. Ich habe das einfach gehört, so schau dir den an und so. Aber das war natürlich nicht so. Das war einfach die Psychose. Das Gehirn hat es vorgespielt, dass die Leute über mich reden. Auf jeden Fall, ich flüster gerne. Na, Spaß. Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Und dann ist die Stimme ausgebrochen, da habe ich natürlich erstmal Angst gehabt. Und ja, es hat sich einfach komisch angefühlt, weil die Stimme, das werde ich euch eines Tages erzählen, wie das angefangen hat. In einer Storytime, irgendwann einmal. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch gut gefühlt. Also eigentlich, dass man diese Geschichte richtig versteht, das Gefühl, also das ist eher wie ein Storytelling. Es geht heute darum, wie sich eine Psychose anfühlt. Also das spulen wir weiter in die Zukunft, nicht in die direkte Zukunft, aber in die vergangene Zukunft. Wie ich mich mit den Stimmen vertragen habe und das geregelt habe mit denen, haben sie gesagt, ich habe mich als Auserwählter gefühlt, ich habe mich besonders gefühlt, weil Götter mit mir reden, eh klar. Ich habe mir früh immer eingeredet, ich kann nicht schizophren werden. Was habe ich bekommen? Schizophrenie. Auf jeden Fall, die haben mich gepusht, es ist Verschiedenes passiert, richtig arge Sachen, das muss ich euch alles genauer erzählen. Und das wird auch kommen, das verspreche ich euch, vielleicht nicht gleich, aber ich werde von Anfang an die Story erzählen und nicht wisst ihr, was ich meine? Nicht vorgreifen. Ich werde es euch irgendwann von Anfang an erzählen. Auf jeden Fall, ich habe ja auch eine Frauenstimme in meinem Kopf gehabt. Es ist ziemlich viel um Liebe gegangen. Ich habe sogar Freudentränen gehabt in der Schizophrenie, in einem aktiven Schub. In meinem ersten, ich war komplett verliebt, ich habe komplett Liebe gespürt, jetzt spüre ich ja nichts mehr im Vergleich zu vorher, sind meine Gefühle weg einfach. Aber sie kommen schon immer wieder zurück teilweise. Aber auf jeden Fall, ich habe so viel Liebe in mir gespürt, aber auch immer wieder, es sind Sachen passiert, wo ich Hass gespürt habe, wo ich wütend war, wo ich traurig war, wo ich Selbsthass gehabt habe. Aber jetzt noch einmal zum eigenen Thema, wie man sich fühlt. Man hat ein emotionales, bevor meine Emotionen ganz verschwunden sind oder so ziemlich weg waren, das war vor meinem Suizidversuch. Und ja, es war einfach am Schluss dann, haben sich alle Gefühle gemischt. Liebe, Trauer, Wut, Hass, Selbsthass, Angst. Das hat sich alles vermischt und am nächsten Tag habe ich einfach nichts mehr gespürt. Da habe ich mit einem geredet, mit Manuel in Maul und der hat gesagt, das kann sein, wahrscheinlich ist sogar, das habe ich mir auch schon mal überlegt gehabt, dass meine Gefühle nicht weg sind, sondern dass das ein Schutzmechanismus von mir ist, also von meinem Gehirn, dass ich das nicht so wahrnehme.
Okay, und dann noch zu einer speziellen Frage, wie fühlt sich die Schizophrenie an? Ist das wie ein Traum in so einem aktiven Schub? In einem aktiven Schub bist du trotzdem komplett du selbst. Natürlich habe ich ein Fake-Selbstbewusstsein gehabt, ein starkes, weil ich geglaubt habe, dass ich Gott bin. Und es hat sich dann immer wehr. Ich muss euch die ganze Geschichte erzählen, sonst versteht ihr das nicht. Ich werde euch meine Story erzählen, aber eine Schizophrenie ist wie ein Traum, würde ich gar nicht sagen. Man ist bewusst, man weiß, was man tut, aber nur ist man beeinflusst halt, wenn man daran glaubt. Und wenn man stark daran glaubt, dass man Gott ist, dann hat man auch ein ärgernes Selbstbewusstsein natürlich. Aber ja, es ist nicht wirklich wie ein Traum, weil das hat der Tottenham-Fan gefragt, einer meiner besten Abonnenten übrigens, der ist echt dabei, das freut mich übrigens, da kommt am Mittwoch ein Video für ihn, wo ich auf seinen Kommentar eingehe, weil das war echt, das Kommentar hat mich berührt einfach, das war echt der schönste Kommentar, den ich jemals gekriegt habe, aber das kommt am Mittwoch. Auf jeden Fall, es ist nicht wirklich wie ein Traum, es passieren auch Sachen, aber du bist bewusst, nur glaubst das und glaubst du noch mehr, weil du Halluzinationen, die passenden dazu hast. Das Gehirn, der Mind, das ist ein unglaublich starkes Werkzeug. Warum sage ich Werkzeug? Weil man sollte trotzdem auf sein Herz hören. Weil im Kopf hat man oft mal Gedanken-Shit, nenne ich das mal, Gedankenkreise, und die nicht wirklich zu was führen und die Intuition halt, was ich gesehen habe, im Normalfall recht. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch und darum muss man auch eine gute Intuition haben und darauf hören können, was die Intuition sagt. Auf jeden Fall, jo, ein Traum. Man wünscht sich, es wäre ein Traum, wo man aufwachen wird, aber ja, man ist bewusst, ich kann mich an fast alles erinnern, was so passiert ist. Ich habe die schlimmsten Erlebnisse, kennt ihr nicht, das vorige Video war ein schlimmes Erlebnis, aber es geht noch schlimmer in meinen schizophrenen Lebenslauf, nenne ich das einmal. Okay. Also man hat alle möglichen Gefühle, bis dann irgendwann weg sind. Ich habe schon viele Schizophrenen gehört, die gesagt haben, sie fühlen nichts mehr. Bei mir war es halt so, dass meine Gefühle sich so gemischt haben, dass ich nichts mehr fühle. Aber hin und wieder kommt was durch, hin und wieder kommt was durch. Vielleicht kann man es einfach noch nicht zulassen, vielleicht bin ich noch nicht so weit, vielleicht sind es die Medikamente, die das auch ein bisschen dämpfen, die Gefühlswelt. Auf jeden Fall ist ein spannendes Thema und jo, ich hoffe, ich habe das jetzt ziemlich halbwegs gut rüberbringen können, wie sich eine Schizophrenie anfühlt. Aber ich kann noch kurz erklären, wie sich diese passiven Schübe anfühlen. Da fühlt man sich nicht wie Gott, also die sind meistens schlecht. Passive Schübe, aktive Schübe ist quasi, fühlt man sich cool und groß und stark meistens. Kommt darauf an, wie dieses Thema funktioniert. Und jo! Also passive Schübe fühlen sich einfach ungut an im Körper, ganz besonders im Kopf. Man hat ein bisschen Angst und so. Man weiß zwar, dass es nicht real ist, aber es geht einem einfach schlecht. In aktiven Schüben bin ich meistens im God-Mode gewesen, habe mich gut gefühlt. Also das sind noch viele Scheiße. Ich habe auch viel geweint, muss ich ehrlich sagen, wie ich es noch können habe. Also ich kann es vielleicht immer noch. Ich freue mich jetzt sogar schon, wenn ich traurig bin, wenn ich Tränen habe. Ich freue mich darüber, weil es eine Emotion ist. Und ich freue mich über jede Emotion, die ich habe und bin dankbar für die, weil ich schon so lange niemand spüre. Und das Leben ist halb so schön. Nicht einmal halb so schön an den Gefühlen. Es ist einfach scheiße. Aber das ist so bei Schizophrenie. Das haben mehrere. Und man kann es auch, glaube ich, gut behandeln und dass man es wirklich schafft, dass man wieder komplett fühlt. Man kann das besiegen, meiner Meinung nach. Ich habe es noch nicht besiegt, aber ich bin auf einem super Weg und ich weiß, dass ihr, falls ihr schizophren seid, das auch schaffen könnt. Und darum mache ich diese Videos. Nicht, dass ich Geld verdiene, wäre zwar schön, wenn ich mein Hobby irgendwann zum Beruf machen kann, aber das ist mir am wichtigen. Dieser Kommentar, wie zum Beispiel von Tottenham-Fan, dass ich so ein Feedback kriege, so ein richtig herzliches oder vielleicht manchmal kritisiert werde, das ist mir persönlich noch nie passiert, dass ich richtig kritisiert worden bin. Aber ja, ist aber ein schönes Gefühl, wenn man so welche Abonnenten hat, denen das auch was gefällt, was kommt. Und jo, falls ihr irgendwelche Fragen zur Schizophrenie habt, ich wiederhole es zwar immer wieder, aber stellt sie einfach, egal ob es euch dumm vorkommt, irgendwas.
Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur blöde Antworten. So ist das nämlich. Auf jeden Fall, jo. Ich glaube, jetzt haben wir eh schon gechillt ein bisschen. Mit angenehmer Atmosphäre ein bisschen drüber geredet, wie sich so eine Schizophrenie anfühlt. Vielleicht dann noch tiefer gehen sollte. Also die Storytime fange ich sowieso bald von vorne an, dass ihr wirklich jedes Kapitel meiner Schizophrenie miterleben könnt. Ich werde schauen, auch wenn es mir noch manchmal schwerfällt, darüber zu reden, dass ich es durchziehe, dass ich alles raufhole, auch die richtig kranken Sachen. Vielleicht ein paar Sachen nicht, aber schauen wir mal, was passiert. Schauen wir. Es kann alles passieren auf diesem Channel. Auf jeden Fall, das war's schon wieder. Und yo, bleibt stark. Peace out.